Hallo Welt, da sind wir wieder hier in unserem Vault 123 und ein Ödlandbesucher hat etwas gefunden. Und zwar Catherine J. LNS hat eine verlassene Hütte entdeckt. Soll sie hineingehen? Sie soll. Aha, jemand zu Hause, erkunde die Hütte. Oh, jemand zu Hause, das könnte bedeuten, dass da drin Raider sind. Nun gut, sie hat noch 10 Stimbags. Also besser ausgerüstet könnte sie gar nicht sein für diese Erkundung hier. Dann darf sie einmal rein. Nein, Todeskrallen. Musste das jetzt sein. Aber ich glaube, diese Todeskrallen sind noch jung, die halten vielleicht nicht ganz so viel aus. Das wird knapp mit ihren 10 Stimbags, das sieht man so. Das Einzige, was sie retten kann, viele, viele kritische Treffer. Nein. Todeskrallen sind in verlassenen Hütten nicht so gut. Da kann man auch direkt davon ausgehen, dass unten auch noch welche lauern. Aha. Und das Üble daran ist, Todeskrallen haben nicht mal Kronkorken dabei. Also in Fallout 4 verschlucken sie die scheinbar manchmal und haben dann auch welche dabei, oft, aber hier wohl eher nicht. Oh ja, das hat sie gut gemacht. Ich finde, das war gut. Okay, das ist nicht einfach. Ich meine, die Todeskralle hat rote Augen. Unsere Catherine J. LNS hat nur schwarze Punkte. Das sieht echt nicht gut aus. Liebe Welt da draußen, wir drücken ja die Daumen, aber mit 7 Stimpacks und man sieht ja, die Todeskralle nimmt gar keinen Schaden großartig. Also wenn wir noch einen kritischen Treffer landen könnten, müssten wir schon 5-fachen Schaden anrichten, um das Blatt nochmal zu wenden, hier in diesem Raum. Und das Ärgerliche ist, es wartet noch ein Raum unten. Aha! Oh nein, 2-facher Schaden. Na, aber immerhin. Oh, Catherine, was machen wir nur mit dir? Wir schicken dich noch einen Raum tiefer. Ah, jetzt findest du das Gewehr, was? Brr, ich glaube, ein Geist ist gerade durch mich durch. Und jetzt findest du auch noch Giddy Up Buttercup. Keine Stimpacks. Wie sollst du das schaffen da unten? Und ich bin mir sicher, unten wartet jetzt eine Todesklaue mit Totenkopf auch noch. Ah, ja, nee, 2 Todeskrallen. Dabei hast du so viel Glück eigentlich. Ja gut, wir haben Kronkorken, um dich wiederzubeleben. Nun, wir wollen nicht unten. Vielleicht schafft sie es ja. Vielleicht schafft sie es. Wenn wir jetzt 2-mal kritische Treffer positionieren können und 2-mal 5-fachen Schaden anrichten. Dann könnten wir es sogar noch schaffen. Oh, kommt schon. Genau. Okay, 3-facher Schaden. Ist auch nicht schlecht. Da hat sie schon mal ein Problemchen weniger hier. Also jetzt noch die letzte Todeskralle, bitte. Oh, das sieht übel aus. 5-fachen Schaden brauchen wir. 5-fachen Schaden. Dann könnten wir echt noch Glück haben. Mal sehen, ob wir es schaffen.
Na. Also eins müssen wir sowieso, wir müssen sie zurückrufen. Wenn sie es jetzt schaffen sollte. Aber das ist auch nicht so tragisch. Sie hat hier gute Sachen gesammelt. Allein geht ihr ab Buttercup. Ganz knapp. Ja, ich hätte es nicht gedacht, dass sie es schafft. Das zu machen ist eine Sache. Aber allein? Uff. Ja, allerdings. Ich bin stolz auf dich. Komm, dann bekommst du sofort noch ein Stimpack. Die brauchst du sowieso nicht mehr unterwegs. Und dann rufen wir dich mal zurück. Erkunde die Hütte. Geschafft. Ja, also man merkt es, das Daumendrücken hat was geholfen. Liebe Welt da draußen, ich weiß, ihr habt alle mitgefiebert und die Daumen gedrückt. Jemand zu Hause, Quest abgeschlossen, Belohnungen, dreieckig gefaltete Flagge, Gideon Buttercup und ein gehärtetes Repetiergewehr. Keine Kronkorken, keine Nuka-Cola Quantum, zurück zum Ödland. Und dann zurück, natürlich. Mit einem Stimpack lassen wir sie da draußen nicht noch weiter rumlaufen. Sie ist auf Stufe 40, hat 285 Kronkorken immerhin gesammelt. Und ziemlich guten Schrott eigentlich. Ja, schon. Irgendwo schon, aber auch zwei Teile Schrott, die nicht so gut sind, wie man sieht. Egal, wir nehmen alles an Schrott. Wir können mit allem was anfangen. Ah, das Lager. Ja, das Lager ist voll. Und wir haben ja noch einiges zu tun hier. Eigentlich sollten hier oben die Leute nochmal Maulwurfsratten mit bloßen Händen, mit bloßen Fäusten erwischen. Ja, aufleveln können wir den Raum nicht mehr. Sowieso, wir haben zu wenig Kronkorken dafür. Wie sieht das denn hier unten mit einer Krankenstation aus? 6000, aber hier für 2000, das machen wir einmal. Verbessern wir sie einmal, dann produzieren sie schon mal ein bisschen mehr. Ein bisschen schneller, vor allem. Ja, und das Lager. Müssen wir aufräumen. Kommen wir nicht drum rum? Ach, da ist doch gar nichts. Die rostige Laserpistole, ja gut. Die können wir verwerten mal. Ich glaube, da bekommt man eine Lupe raus und einen Tischventilator. Immerhin. Was ist denn sonst noch, was hier so viel Platz wegnimmt? Die robuste Ödlandrüstung. Ja, da müssen wir doch unbedingt jemanden reinstecken schon. Damit wir wissen, dass der dann oder sie dann das Ödland erkundet demnächst. Wen haben wir denn da? Wir haben nicht genug Energie, wir brauchen mehr. Ja gut, wer soll denn von euch das Ödland durchforschen nachher? Charlotte Hardy. Charlotte Hardy trainiert Agility, indem sie Nuka-Cola trinkt. Eine witzige Idee. Sehr gut. Harold Mason. Oh, der braucht aber auch noch eine ganze Weile. Ja, an wen geben wir hier das Ödland-Outfit? Vielleicht haben wir jemanden in der Glücksschmiede? Im Casino? Es sieht auch nicht so danach aus. Die haben alle ihren Platz, wenn die hier rauskommen. Die lassen wir auch mal so angezogen, damit wir wissen, wo sie dann hingehören. Und in der Akademie, der Intelligenzschmiede? Auch hier leider. Sind schon alle irgendwo zugewiesen. Alle haben schon ihren Platz, alle Leute. Unser Vault Promi, unsere Vault Promi, wie weit ist sie eigentlich hier? Waffenzentrum, Perception. Naja, sie wird das schon machen. Ja, jetzt habe ich gerade gesehen, dass hinten jemand gewesen wäre, der das schaffen könnte. Ihr haut ganz schön drauf hier. Mit dem Ödland. Wäre hier jemand? Da hinten nämlich.
Diane Hardy. Diane Hardy hat schon Agility, sie hat Perception. Endurance hat sie aber so gut wie gar nichts. Also da muss sie auch nochmal rein. Ja, das ist das. Unsere Bewohner müssen alle noch ihre Special-Attribute aufskillen. Also, ja, wird das wohl nicht hinhauen hier. Mit dem Aufskillen jetzt leider. Mit dem Verteilen der Kleidung, was erzähle ich denn da? Hier. Auch, alle schon angezogen, korrekt. Was ist mit ihr? Sie hat doch eine seltsame Kleidung an. Amanda Coxcott. Sie hat sich angezogen. Die robuste Raider-Rüstung bringt ihr Agility und Perception. Agility 3 und Perception 2. Also Perception Wahrnehmung und Agility Beweglichkeit. Ja, sie könnte doch eigentlich die verbesserte Ausrüstung schon mal tragen für den Anfang. Ödland-Ausrüstung. Robuste Ödland-Ausrüstung. Bringt ihr aber genau was anderes. Endurance. Das ist alles nicht so gut. Egal. Sie bekommt das. Sie wird später ins Ödland gehen. Egal, egal. Dann haben wir hier noch jemanden mit dem Swingkleid Agility. Oh ja, und da ist sie schon fleißig am Trainieren. Dann behält sie das auch mal an. Wir haben zu viele gute Klamotten. Und geben die nicht ab. Wir halten die alle zurück hier. Unsere Bewohner, die laufen vor allem hier in ihren roten Anzügen, Mechanikeranzügen oder was das ist rum. Handwerker-Overalls, ja. Dabei könnten wir so viel machen. Naja, wir brauchen mehr Bewohner. Sobald wir einige Leute hier wieder gut geskillt haben. Was heißt wieder? Sobald einige Leute gut geskillt sind, werden wir nochmal so einen Babyboom auslösen. Aber das wird noch dauern. Wie man sieht, das mit dem Skillen, das dauert bei uns ziemlich lange. Ja, weil wir eben immer nur auf die Maximalleute warten. Wir sollten gucken, wir sollten das genau andersrum machen. Wir sollten gucken, wann ist der nächste, der geskillt werden kann, fertig. Und dann sollten wir eine Aufnahme aufnehmen. Aber so ist das doch irgendwie besser. Wenn wir jetzt für jeden reingehen, dann haben wir immer nur einen, den wir da aufskillen. Wenn wir so reingehen und den auswählen, der am längsten braucht, ja, dann geht das doch letztendlich schneller so. Von den Tagen zumindest. Sehr schön, und wir brauchen Energie. Also, wollen wir den Tempomodus hier nochmal aktivieren? Vor allem in den Kraftwerken. Oh nein, und was greift an? Red Skorpione. Oder ein Red Skorpion immerhin. Der richtet schon genug Schaden an. Da oben ist ja ein Energieraum leer, sehe ich gerade. Ja, normalerweise genau. Die Leute, die Stärke haben, kommen mit Red Skorpionen normalerweise ganz gut klar. Ja, hier ist ein Energieraum leer. Das heißt, den sollten wir mal befüllen. Und wie sieht es eigentlich aus in unserem Lager? Haben wir 60 Stimpacks. Ja, dann sollten wir hier oben mal riskieren, Maulwurfsratten herzulocken. Wir brauchen nämlich nur noch eine Maulwurfsratte. Und alles wäre gut. Und wir schicken von hier mal einen hier rüber. Oder eine. Damit der Raum hier auch produziert ein wenig. Ja, solange Flashy und Corky hier sind, versuchen wir das doch hier nochmal. Hier ein paar Red Skorpione. Red Skorpione eben nicht. Maulwurfsratten. Anzulocken. Und wunderbar, fehlgeschlagen. Und was greift an? Oh nein, ein Red Skorpion. Es wundert mich, dass der Red Skorpion jetzt noch krabbelt. Normalerweise. Normalerweise hätte er schon längst tot sein müssen. Genau, und was greift jetzt an? Maulwurfsratten, sehr gut, weg mit euren Waffen. Na, so läuft das auch nicht so gut, was?
Naja, sie laufen zu viel umher dann. Das ist das ganze Problem dabei. Oh, zwei sind tot, was? Oh nein, sie hat den Flammenwerfer. Nein! Nein! Die Faust sollst du benutzen. So funktioniert es also auch nicht so gut. War vielleicht ganz gut von der Idee, aber er hat auch noch den Flammenwerfer. Och Mensch! Das hätte doch jetzt mit dem Ziel klappen können. Ach. Und jetzt haut ihr auch noch ab. Hat es doch geklappt? Nein, hat es nicht. Oh nein. Der Raum, da sind die beiden Wiederbelebten abgehauen jetzt beide. Wir haben nur noch 5 Leute drin. Einer macht jetzt Kaffeepause. Den haben wir gleich. Kann man das hier nicht sortieren nach wie gut es ihnen geht oder? Nein. Scheinbar nicht. Wer macht Kaffeepause? Samson. Unser starker Samson. Ja, dann bekommt ihr hier eben mal alle noch ein paar Stimpaks. Von uns geschenkt. Ja, bis Samson wieder da ist, ist die Folge zu Ende. Das heißt, die Folge ist jetzt schon am Ende. Ich darf mich bedanken für euer Zusehen und wir haben schon wieder das Haustier vergessen, oder? Nein. Ja gut. Vielen Dank fürs Zusehen. In der nächsten Folge werden wir uns das Haustier dann schon anschauen, wenn nichts dazwischen kommt. Danke auch für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.